Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Skyrim Part 86. Wie viele Parts bin ich schon in diesem einem Dungeon? Toll! Aber gut ausgewichen! Was? Diese Falle kann ich nicht auslösen. Die andere aber schon, oder was? Warum? Ich habe doch diesen einen Perk. Da ist ja noch ein Draugewicht. Steh ab! Schnellheilung. Oder besser noch Heilung. Einfach nur Heilung. Und ich mach mal auf beidhändig mal. Brunnenschlüssel? Also weiter ist hier nichts, oder was? Von da kam ich. Nach oben. Nö. Das nehme ich jetzt nicht mit. Nach oben. Hier ist nichts, aber nur im Weg. Was? Schon wieder so eine Falle. Ich nehme... Ah, ich habe noch das Ebenerdschild. Wo ist denn das Ebenerdschild? Hier war ich doch schon. Automatische Speicherung. Was habe ich denn hier so noch? Also raus aus dem Dungeon. Und ich wette, dass das da nur für den Schlüssel da war. Der Schlüssel gehörte zu diesen Tür. Wetten. Und ich hab's mühsam geöffnet. Thank you.
Und raus hier. Endlich ist Schützburg. Endlich. Zu Ende. Los. Na, ich will jetzt auf die Karte gucken. Da ist das mit dem Kopfgeld. Ach so, den Aufenthaltsort von diesen einen soll ich rausfinden. Jetzt erstmal runter vom Berg. Es wäre mir ein Drache recht. Jetzt gerade wäre er mir ziemlich recht. Auf nach unten. Warum hat es gerade so geleckt? Ja. Gleich unten. Wer bist du? Ein Assassine schon wieder. Und jetzt, stirb! Blöde Assassine! Ich sollte mal langsam das mit der dunklen Bruderschaft machen. Sonst greifen die mich immer wieder an. Und ich würde sagen, ich mache das in dem Let's Play nicht mehr, den Tarn und so. Nö, mache ich nicht. Mir zu aufwendig. Heißt, die Gefährten noch, die Data-Quests noch. Warum hat's geleckt? Wo bin ich?
Auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Aber ich könnte noch diese Höhle da machen. Was ich glaube ich tun werde. Hallo ihr Wölfe. Das sah brutal aus. Oder mache ich das mit den Tarne werden? Nein. Doch. Nein. Nein, mache ich nicht. Wow, das sah gerade aus. Ah. Die Höhle müsste hier irgendwo sein. Wenn ich sie schon anpeile, dann will ich sie auch haben. Und hoch. Wow. Nachtigallenhalle? Wo ist denn der Eingang? Hä? Ich verstehe jetzt gerade nicht den Sinn. Und hat es etwas damit zu tun, dass es irgendeine Quest dazu gibt? Ich kapiere diese Sache nicht. Sie verwirrt mich. Wahrscheinlich kann ich erst später es betreten, wenn ich die passende Quest habe, die ich nicht habe. Auf nach Himmel, auf nach Riften. Ja. Wo ist nochmal... Ach, da ist die Feste. So.
Wo bist du? Ärger oder so? Verdammt, er ist am Schlafen. Es ist ja auch nachts. Ich warte mal bis 8 Uhr morgens. Ist was? Lasst mich raten, jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut? Ich warte auf jemanden. Hier wird nicht rumgetrödelt. So, passt doch auf. Willkommen in Rifton. Ich hoffe, dass die Straße... Mit dir will ich reden. Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel, Vogt von Jarlaila. Das will ich. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 100 Gold. Ihr seid in Rifton willkommen, solange ihr unsere Gesetze befolgt. Hatten wir einen Termin? Nein. Ging es um eine Lieferung? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, dabei könnte ich wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Vielleicht einen Assistenten. Nein. Vielleicht einen Vertrauten. Nein, zu viel Chaos. Nun, das Organisieren ist gewiss nicht meine starke Seite. Ganz und gar nicht. Ich brauche jede Hilfe, die ich bekommen kann. Wenn ihr mir einige Dinge besorgt, könnte ich mit meiner nächsten Versuchsreihe beginnen. Um was soll ich besorgen? Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, bin ich sehr vergesslich. Ich verlege oft Dinge. Ich muss wirklich lernen, meine Sachen beisammen zu halten. Ich brauche meinen Dwemer-Rührlöffel, meinen Orichalkum-Barren und meinen mächtigen Seelenstein. Am besten sofort. Bringt mir diese Dinge und ich werde mit Freuden an euch experimentieren. Nein. Ich meinte natürlich, es wird mir eine Freude sein, euch zu belohnen. Ausgezeichnet. Ich kann es kaum erwarten. Aber warum steht ihr denn noch hier? Oh, ja. Ihr müsst ja wissen, wo alles ist. Das wäre sicher hilfreich. Also, wo hatte ich doch gleich diese Spinnen hingelegt? Ich kenne euch. Wohin soll ich gehen? Lasst mich nachdenken. Den Dwemer-Löffel habe ich das letzte Mal im Haus meiner guten Freundin Boti in Iverstadt benutzt. Wie hieß es doch gleich? Ach ja, der Sternschnuppenhof. Der Orichalkum-Barren müsste im frostigen Feuer in Winterfeste sein. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht einfach mitgenommen habe. Zu guter Letzt wäre dann noch der Seelenstein. Den habe ich im Alchemistenladen Weißes Fläschchen in Windhelm liegen lassen. War noch dazu ein guter Kauf. Ach ja. Also, boah, hätte ich doch gleich diese Spinnen hingelegt. Ich frage mich... Wo war das? Wo hat sie... Einem das eine ist im Feuer und das war irgendwie Windhelm. Anfängt, wenn die Graubärte es erst einmal. Wo noch mal? Hatten wir einen Termin? Lasst mich nachdenken. Den Dwemer-Löffel habe ich das letzte Mal im Haus meiner guten Freundin Boti in Iverstadt benutzt. Wie hieß es doch gleich? Ach ja, der Sternschnuppenhof. Der Orichalkum-Barren müsste im frostigen Feuer in Winterfeste sein. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht einfach mitgenommen habe. Zu guter Letzt wäre dann noch der Seelenstein. Den habe ich im Alchemistenladen Weißes Fläschchen in Windhelm liegen lassen. War noch dazu ein guter Kauf. Ach ja. Okay. Das nicht vergessen. Zuerst der Schutzzauber. Mann, ist sie unorganisiert. Eine Karte. Okay, da weiß ich, was ich in den nächsten Parts machen kann. Und ich würde sagen,
hier beende ich den Part und das war Let's Play. Wer rennt denn da so rum? Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Diese Stadt geht dir wirklich an die Nieren. Ah, ihr seid zurück. Was habt ihr herausgefunden? Das Schwert ging vor vielen Jahren in einer Dwemer-Ruine verloren. Ohne es fühle ich mich so wehrlos wie ein Neugeborenes. Ich glaube nicht, dass ich hier einen Ersatz dafür finden werde. Ich könnte es euch suchen. Ich kann euch nicht bitten, euch auf eine derart gefährliche Reise zu begeben. Es wäre ein Himmelfahrtskommando. Aber ich sehe das Glitzern in euren Augen und werde mich hüten, euch davon abzuhalten. Düsterklinge befindet sich in der Dwemer-Ruine von Mesintjaleft. Seid vorsichtig. Diese Ruinen haben mich fast das Leben gekostet. So. Seid vorsichtig. Ich möchte nicht für euren Tod verantwortlich sein. Und ich will sagen, hier beende ich den Part. Und das war Let's Play. Schützt euch richtig. Kauft Rüstung von Greka. Sei ruhig. Und hier beende ich den Part. Und das war Let's Play. Skyrim Part 86 und bis zum nächsten Part.